Na? Ja. Okay, ich bin super excited. Das ist ein geiles Outfit an. Wetter? Was ist das eigentlich? Das ist Pulver. Das war für deinen Clip, den ich mal gemacht habe. Ah! Das ist das Pulver dort drin. Ist das nie, Alter? Das schimmelt bestimmt schon. Quatsch, das ist Pulver. Schon mal Pulver schimmeln sehen? Ja, ehrlich gesagt, schon. Naja, okay. Wurde schon mal umgerührt. Ja, Matteo, wo sind wir hier eigentlich? Herzlich willkommen in den alten Katakomben. Und los. Und los? Und herzlich willkommen bei mir im Video. Wir fahren jetzt wieder zum guten Leon in die Kiesgrube. Danke nochmal Leon, dass es wieder geklappt hat. Da werden wir heute mal so eine kleine Challenge machen. Wer ist denn Leon? Na, dem die Kiesgrube gerade wohin fahren. Ah. Wo ich auch mit Kevin schon gewesen bin. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Von daher, cool, dass wir das heute wieder machen können. Ja, wir werden jetzt so eine kleine Challenge auf dem Bike machen. Da gibt es so ein paar geile neue Obstacles, die sie da gebaut haben, ein paar geile Kurven und ein paar Hänge und sowas, mal ein paar Competitions machen. Wieder mit an Bord, ne? Oh, das ist grün. Dann würde ich sagen, sehen wir uns umgezogen vom Transporter. Wenn Matteo die Ratte in der Hand hat, gibt das meistens immer Probleme. Aber ließ sich noch gut fahren zum Schluss. Aber du hast es auch nicht gemerkt, oder? Nee. Nee, einfach anraten. Was denn? Na, guck mal hier. Na, das ist doch, achso. Ja. Ja, ja. Da ist ein großer Abstand. Nee. Zwei Stunden später. War mächtig, locker. Wir hatten das gar nicht angezogen, oder? Mann, ey. Matteo hat nämlich auch in Tautenhain, wo wir den Tag fahren waren, schön seine Kette verloren, weil sein Kettenschloss aufgegangen ist. Hat er wahrscheinlich nicht gehört, wie rum er die Kette beim Schmieren drehen muss. Mir wurde gesagt, die Kette wurde zu fest rangemacht. Ach so. Weil die hat nämlich eine fiese Unwucht, wir müssen mal in der Kette gucken. Die Kette hat eine Unwucht? Naja, irgendwas, also beziehungsweise wenn du das halbe mal drehst, dann ist die deutlich gespannter, als wenn du mal ein halbe weiter drehst. Mhm. Okay. Haben wir festgestellt. Ja. Und da könnte es sein, dass du das gespannt hast. Also die Kette hat es auch, glaube ich, überlebt. So, was soll ich jetzt machen? Gar nicht, jetzt, du bist ja, aber fertig. Was ist denn jetzt gut? Achso, passt. Fertig, Matteo, fertig. Geil. Fertig. Also, haben wir hier Challenge Nummer 1, hä? Also die Wand hier ist wirklich senkrecht. Das ist kein Spaß. Und, was sagst du? Na, die abgefahrene Kante ist halt heftig. Ja. Also ein Einstieg ist krass heftig. Weil hier ist so abgefahren ist. Ja. Also einfacher ist, glaube ich, wenn du andersrum fährst. Aber das ist nicht meine Lieblingsseite. Aber anders hast du halt schön hochgehen. Dann kannst du hier irgendwo runter. Dann kannst du wirklich hoch bis hochklappen. Ja. Aber der Einstieg ist halt heftig, da muss es fast so hochspringen. Ich guck mal, ob man hier unten ein bisschen vernünftig schnell fahren kann. Ja. Naja. So rum ist halt mit der Sonne übelst für den Arsch, ey. Du siehst gar nichts. Ach so, ja. Probier mal du, ob du so rum besser hinkommst. Hoch? Naja, ich kann halt die Kurven. Ich habe überlegt, hier hinten einzusteigen. Aber das ist wahrscheinlich schon wieder zu hoch, dafür bist du doch hier zu langsam. Naja, ich komme vielleicht nicht bis durch, aber ich schaffe vielleicht da bis hoch und dann hier rein. Probier mal. Check, 1,96 Meter, kommen wir den hart.
is what you need. Also ich denke mal, Challenge 1 ist also unentschieden, oder? Ja. Weil Matteo ist halt oben gut lang gefahren und ich bin halt unten gut schnell lang gefahren. Das ist richtig. Von daher 1-1. Geil. Woo. Okay, also war relativ easy. Ich denke mal, es läuft wieder auf ein 1-1 hinaus. Ja, ich schätze. Na, ich guck jetzt mal. Check 1-1. 2-2. Ja, meine ich ja, 2-2. Ah, geht wieder. Was hast du gemacht? Ich bin ja oben hängen geblieben mit Vorderrad und voll mit dem. Scheiße! Auch in den Lenker rein. Kurz löst, aber geht wieder. Alles gut? Ja. Okay. Okay, das ist jetzt hier eher nicht so meine Challenge, aber Matteo seine. Matteo probiert jetzt One Hand oder No Hand. Also so mit One-Hand und No-Hand, ich finde das immer ganz schön, wenn man so einen Lenker in der Hand hat. Meine, deswegen kauft man sich auch die ganzen Griffe, wenn die kaputt sind. Von daher, Matteo, ja. Wärst du damit einverstanden, wenn ich einfach stattdessen ein No-Food mache? Aber schön. Okay. Okay, Matteo. Und? Fang. Naja, fast. Schön Freistil, Alter. Schön Freistil. Eine schöne Faschingsgrätsche. Ja. Ich glaube, ich sehe aus wie ein Strauchdieb. Nächste Challenge ist, ihr seht schon, Wellen fahren. Ich denke, das wird geil. Matteo ist jetzt mit dem ersten Turn dran. Und ab! Hat sich gar nicht so lange angefühlt. Nö, sah auch nicht verkehrt aus. Ging. Ich schieb das jetzt einfach mal aufs Fahrwerk. Geil! Ich glaube, der Punkt geht an dich. Meinst du? War ich schneller? Stimmt. Schreibt's in die Kommentare. Genau, ihr könnt ja mal eine 1 in den Chat für mich und eine 2 in den Chat für Matteo. Okay, also wie steht's jetzt dann, wenn ich die gewonnen habe? Na, da wäre es jetzt. Quasi, wir hatten hier jetzt die Kurve, den Drop, die No Food, No Hand. Nee, doch, die 4 wäre es jetzt. Ja, die 4. Also 4-3. 4-3. Vielleicht können sich auch einige noch daran erinnern, da oben, gucken, ob man es sieht, da oben liegt der Baum, den ich mit Kevin zusammen gefällt habe. Scheiße, jetzt bin ich. Oh no, na klar! Also die Line geht. Ja, ich bin halt dort mit dem Fußrad rein, in der Luft hängen. Alter! Nur, dass man es mal sieht, die Rille hier, ich spring mal kurz rein, die ist ungefähr so tief. Und das ist kein Witz, Alter. Och nein! Jetzt ein E-Starter, Alter. Das wär's, ey. Das hätte Style.
Check. Also beide hochgekommen. Ja. Wieder 1-1. Junge, Junge, Junge. So, ich habe noch zwei Challenges, wo ich den Sieg nochmal rumreißen könnte. Auf zur nächsten Challenge. Guck mal, der Sprung. Das können wir machen und das Ding balancieren wir. Ja, also, erster Versuch am weitesten kommt. Wir sind jetzt beim nächsten Spot angekommen. Und ich würde mal sagen, first try. Das, Alter. Direkt weggerutscht. Das hauen wir jetzt einfach nochmal ins Slow-Mo-Rennen. Ich war voll siegessicher. Jetzt muss ich jetzt quasi nur 10 Meter weiterkommen. Ne? Ja, du musst eigentlich nur hochkommen. Scheiße. So, nachher machen wir. Ja, viel weiter mal, das auch nicht. Aber du bist ja vorne schon runtergerutscht. Bei dir war vorne, dass ich nach den ersten 10 cm. Naja, das müssen wir, aber ja. Also ich überlasse dir den Punkt, aber für die Ehre müssen wir das ja schon nochmal machen. Okay. Rüberspringen? Ja. Das sah gerade bestimmt richtig gut aus, oder? Richtig gut. Das sah richtig gut aus. Durch die Tannen. Ja. Nächster Spot ist jetzt nochmal eine Hillclimb-Challenge und da zählt auch wieder nur ein Versuch, aber theoretisch hast du schon gewonnen. Eigentlich habe ich schon gewonnen, aber wir machen es trotzdem. Oh, so Matthew, nächste Challenge. Scheiße. Aber was machen wir das oben? Ja, Karre ist oben, aber das zählt ja nicht. Ist aber auch ein sehr episches Bild, wie du da stehst. Mit Stock. Geil, oder? Ja, also. Soll ich mal so? Aber das schreit, das musst du nochmal machen. Das Ding wird auch bezwungen werden. Ja, das haben wir auch gemacht schon, aber klappt eben nicht immer. Schade, dass man auf der GoPro mal nie sieht, wie steil das wirklich ist, ne? Full send only! Hier abspringen und bis hoch. Gas rechts, oder? Ja. Beim Auto heißt sowas Tempomat. Jetzt wird ernst. Zuschauer aufgeregt. Fuck, muss gehen. Weißt du, was bei mir passiert wäre? Lenkrad kaputt, Auspuff abgerissen. Motor fest. Motor fest. Die Hinterräder liegen schon im Auto. Das musst du jetzt aber nochmal machen, hä? Erstmal kurz antesten, sagst du? Ja. Eins in den Chat, wenn Matteo das schafft. Sagen wir so, wenn ich das schaffe, habe ich die Challenge auf jeden Fall gewonnen. Okay, aber first try. Jawoll! Woo! Geil! Das ist ja nicht mal sportlich, Matteo. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, hast du mal gut gepumpt. So, in diesem Sinne. Vielen Dank, Freunde, fürs Zuschauen. Das wird noch eine richtige Breitensportlegende. Ja, er muss sich noch ein bisschen Mühe geben, aber dann irgendwann wird er eine Breitensportlegende. Ich freue mich jetzt auf mein verdientes McDonald's. Oh ja, McDonald's klingt gut. Ja, wo? Und wir sehen uns in der nächsten Folge.